Ihr wollt wissen, was ich mir hier zusammenbastel? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir stehen hier an unserem neu gebauten Bahnhof und da würde ich gerne ein paar Container noch hinsetzen, damit ich auch den Spaß, den ich dann von drüben hier hinschicke, auch irgendwie einsortieren kann. Und ich glaube, machen wir eben nach. Ich glaube, wir haben genug für ein paar Container. Das heißt, wir können hier schön voll machen. Organisation, Container. Jetzt weiß ich nur nicht, wie das denn wohl am besten ist. Wir hätten das gerne hier so. Passt das, wenn ich die... Okay, noch einen drauf geben. Passt das denn jetzt von der... Nein, passt auch nicht. Okay, also der muss etwas weiter rüber. Die müssen noch... Ist das einen weiter rausgesetzt? Nein. Ah, die hängen so ein bisschen über, deswegen. Ah, okay. Verstehe. Das ist ja nicht so wild. Das kriegen wir hin. Wir kriegen drei übereinander. Ich würde dann einfach daneben nochmal welche stellen. Also reißen wir die nochmal ab hier. Und machen den Spaß nochmal. Und zwar diesmal. Nein. Mit einem passenden Überstand. So. Wo ist denn jetzt hier der beste Punkt? Ding muss etwas daneben stehen. So, würde ich sagen. So, dann umdrehen. Dann so. Dann gucken wir mal. Was gebe ich jetzt noch? Okay, den würde ich schon nicht mehr darunter kriegen. Also passt. Das heißt, wir nehmen uns mal so ein Band hier. Nein, so ein Teil. Ich habe keine... Wir nehmen uns mal so ein Teil... Auch nicht. Wir nehmen uns hier einen Dreier. Und das wird auch direkt reingehen. Das ist doch perfekt. Da haben wir den Spaß drin, können den runterleiten, muss ich nur das richtige Material holen. Das ist kein Thema, das kriegen wir gleich relativ zügig. Wir kommen ja eh an dem anderen Bahnhof vorbei. Dummerweise nicht so schön reinfahren kann. So, jetzt nehmen wir den Spaß. Und packen ihn daneben. Wir haben, Moment, der müsste hier oben in unsere Richtung, da in die andere, das heißt dorthin. Packe ich den jetzt so? Oder direkt daneben? Wie sieht denn das aus? Ich meine, macht keinen Sinn, das wieder oben reinleiten zu wollen. Höchstens, wenn ich später hier wieder wegtransportieren will. Wir machen das einfach mal. Dann hätten wir den Spaß von hier wieder da rein. Also so eine Nummer wird gehen. Wäre ein sehr dämlicher Kreislauf, aber das funktioniert. Okay. Hier haben wir das. Dann ziehen wir den Spaß direkt einen weiter. Ja. Hier muss der stehen, auch wieder auf der Linie. Zack, zack, zack. Dann haben wir hier einen Tick frei. Gehen den Spaß um. So. So. Okay, wie viel passt denn hier? Das ist genau einer, ne? Einer passt dazwischen. Das heißt, wir setzen ihn einmal temporär dahin, setzen dort ein, dort ein, dort ein. Drehen den hier um, setzen den einen weiter rüber, zack. Umdrehen.
Den können wir wieder rausnehmen. Fertig. Dann haben wir hier das nächste Ding. Du musst dahin. Dann kommst du dorthin. 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 Ihr müsst weg. Auch wenn jetzt die ganze Plattform schwebt, das ist mir aber egal. So, einen rechts. Einen habe ich gesagt. Umdrehen. Zack, zack, zack. Scheint sogar zu passen, was ich hier mache. Das wundert mich ein bisschen, aber ansonsten geht's. Ziehen dich ein weiter. Dann schon mal vier von diesen wunderbaren Klötzen. Zack. 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 Warum? Wir sind. Warum habe ich die denn jetzt hier? Warum habe ich den denn jetzt schon einen zu weit nach vorne gezogen? Ja. Es ist wunderbar. Mit mir könnt ihr immer rechnen. Daneben bauen kann ich. Also, weg damit. Alles nochmal von vorne. So. Dorthin. Umdrehen. So, so, so. Einen frei, zack, zack. Da drauf. Da drauf. Da drauf. Wegnehmen und den nächsten. Einen hinsetzen. Bastet jetzt. Ja, jetzt bastet. So. So, so. Einen rüber umdrehen. Der nämlich ist falsch rum, den müssen wir auch umdrehen. Und so rum. Dieser muss weg. Den hier. Eins. Noch eins. Da drauf. Nein, den wollen wir auch wieder umgedreht haben. So. Jetzt haben wir alles. Okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt könnten wir einmal den Zug nehmen. Und ihn fahren lassen, bis wir da oben sind. Uns eben das richtige Zeug holen. Also Aluminiumgedönse. Ist ja Gott sei Dank jetzt nicht mehr so weit. Ein bisschen schade ist, dass ich das nicht hingekriegt habe, von hier aus vernünftig da hinten dran zu gehen. Halt an. Also das wäre halt jetzt mega, wenn ich von hier aus direkt da reinkäme, aber die Kurve ist halt zu eng. Ich habe zu blöd mit den Weichen gebaut, weil ich mich nicht verstehe, warum ich da nicht ansetzen kann. Ich habe ja Schiene, ich komme hier nicht dran. Da hat er so gar keinen Bock drauf. Er will gar nicht, er versucht es gar nicht erst. Obwohl hier ja noch dieses Schienenstück zwischen ist. Und von hier nach da sagt er. Moment. Da sagt er alles toll, aber da dran geht halt nicht.
Das ist ein bisschen frustrierend. Es wäre so schön gewesen, hätte das geklappt, oder dann hätte man direkt hier reinfahren können, hätte von dem aus nochmal einen wieder in die Richtung setzen können und dann wäre man hier einfach rausgefahren. Aber nö. Da kriege ich es hin. Und dieses Stück hier und dieses Stück außen. Also, wir versuchen einfach mal. Ist ja nicht so, dass wir nicht Möglichkeiten hätten. Aber der lässt mich gar nicht. Der lässt mich so überhaupt nicht. Damit hat sich das eh erledigt. Ich frage mich nur, warum dieses Stück irgendwie nie geklappt hat. Na egal. Warum will der da nicht? Also, René hatte mir ja drunter geschrieben, weil zu nah an Weiche, was auch immer. Macht auch irgendwie Sinn? Verstehst du nicht so richtig? Egal, wir holen jetzt erstmal das Zeug. Wir wollten hier oben uns. Alles nehmen, das zurücksetzen, den reinpacken. Sortieren, fertig, tschüss. So, damit kommen wir da unten ja jetzt mal raus. Jetzt müsste ich, um wieder zurückzukommen, den kompletten Loop fahren. Und da aus käme ich da drauf. Ich komme nur aufs Verrecken nicht dorthin. Wenn ich dieses Gleisstück hier. Dann kriege ich den Winkel, glaube ich, nicht hin. Ist vielleicht eine doofe Idee, wenn ein Zug da drauf steht. Das machen wir nie nochmal. Einmal zurück, bitte. Habe ich die jetzt wirklich nicht? Moment. Moment. Von hier aus kriege ich sowieso nichts. Zu nah an einer anderen. Bis hier. Da hätten wir nicht gerne stehen. Zu nah an. Ist doch irgendwas faul mit diesem Stück Gleis, weil die Weiche steht doch da vollkommen falsch. Dorthin. Okay, das geht. Dann machen wir einen Versuch mit dorthin. Da will er auf das Verrecken auch wieder nicht. Das geht nicht, das ist mir klar. Wenn ich den jetzt wieder halbiere. Dahin, dann dorthin, das geht, den geradeaus geht und den da drauf geht. Damit hätte ich hier die Möglichkeit, da reinzufahren. Brauche ich dann, Moment, hier habe ich ein Blocksignal, das ist ein Block, ne? Nee, das ist ein Pfad. Das ist ja gut, Pfad ist gut. Dahin müsste sogar theoretisch reichen. Wenn ich jetzt hingehe, jetzt versuchen wir das. Wir gehen von da aus nicht da dran. Verdammt. Nur hier den gleichen Spaß. Kommst du her? Du musst bis dahin. Und dort aus wäre cool, wenn du da dran gehst. Das klappt aber nicht.
Okay. Welche andere Möglichkeit hätten wir denn? Dahin will er nicht. Und dahin kann er nicht. Eine Kurve passen. Können wir dieses Stück hier ändern? Wieder ein bisschen abstrakt hier alles, aber wir gehen jetzt mal bis dahin und sagen dann da hinten dran. So, jetzt würden wir von dort aus. Sag mal, ihr blöden Dinger hier. Von dort aus da dran gehen. Dann haben die Fahrtsignale schon mal so gar keinen Bock mehr. Weil die den Pfad überhaupt nicht mehr hinkriegen, weil das dort ein Fahrtsignal ist. Das ist ein Block. Der Block geht dahin. Ist dann grün. Aber dieser Pfad. Was ist, wenn ich dieses Fahrtsignal dort wegnehme und dahin setze? Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass das so jetzt funktioniert, oder? Okay, Probefahrt. Das probieren wir aus. Wir fahren vorwärts, wir fahren auch langsam. Wir sagen dann dort. So rein. Geht da in den Bahnhof rein. Wir kommen aus der Weiche raus, gehen da rum. Ja, so rum, richtig. Hier lang. Dort haben wir die Möglichkeit, genau. Wenn wir jetzt den machen. Kommen wir tatsächlich da wieder hin. Das war das, was ich wollte. Wunderbar. So, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich versuche jetzt noch den Kollegen dort hier drauf zu setzen. Dafür fahre ich dich aber ein bisschen weiter. Und zwar bis... Ja. Raus. Schlägst du eigentlich immer auf der Seite aus. So. Ja, weil das so programmiert ist, ist mir klar. Wenn ich jetzt hingehe und dort eine... Das ist hier zu kurz. Okay, ich müsste den gleichen Spaß wie da vorne nochmal hier machen. Dafür müsste ich aber den Zug wieder darunter bewegen. Okay, vielleicht setze ich den Zug doch lieber zurück. Nicht mal ein Stück zurück, weil ne, dem da drunter die Schienen wegzunehmen, wäre vielleicht eine doofe Idee. Zack, zack. Anhalten. Nicht so schnell, Kollege. So, jetzt stehst du richtig geil im Weg. So habe ich das gerne. Wir schnappen uns diese Schiene, machen sie weg. Nehmen uns hier ein Stückchen Schiene. Ziehen das bis, ich sag mal bis da. Und packen dann den da hinten dran. Kriegen wir dann von dort aus den da hinten. Ja, du magst das nicht, das ist mir klar. Wenn ich dieses Blocksignal jetzt nehme und den Block dorthin verlängere, zeigst du mir ein Grün an. Hier sieht auch alles gut aus. Ey, wie geil ist das denn? Der kann da raus, der kann da raus. Der kommt auch nur von hinten rein. Der kann da rein, der kann von dort rein. Mega. Das ist hier komplizierter geworden, als ich es eigentlich mal haben wollte. Aber ich komme trotzdem damit dorthin, wo ich will. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich
habe sowas Ähnliches wie Kreuzungen hingekriegt. Mit Zügen. In diesem Spiel. Ich bin stolz. So. Ich bremse nochmal direkt ab. Wollen wir gar nicht erst, dass das so schnell wird, ne? Ich bin ehrlich, damit haben wir weniger geschafft, als ich heute gedacht habe, aber irgendwie auch was anderes und damit mehr. Es ist kompliziert. Genau. Bremst mal ab, bau mal langsam in den Bahnhof rein. So. Halt hier an, ist egal. Jetzt geht's hier rüber. Also nochmal. Wir wollen ja den Kollegen. Dort rein haben. Da rein haben. Nee, die machen wir nicht, weil haben wir gesagt, die ist vielleicht noch doof. Dann wird das ja immer oben ankommen und nee. Das ist doof. Aber wir machen es so. Dich machen wir einfach. Dann wollen wir. Die beiden haben, die beiden nicht. Aber diese beiden müssen wir haben. Was ist das? Nein, die müssen dahin. Was ist das? Nee, jetzt raus und da jetzt. Das ist echt jetzt gerade zu hoch für mich. Das machen wir jetzt aber nochmal. Einmal zurück. Ja, danke. Und hier unten lang. So. Auf der Rückseite. Du gehst in den. Gehst von unten? Nein. Sag mal. Du gehst hier rum. Du gehst auch hier rum. So. Dementsprechend muss der da rein. Danke. Dann kann dieser dort weg. Kommen wir dort an. Der hier unten muss vorne rum da rein. Hinten muss dieser in den. Ist ja ganz einfach. Auf der Seite müssen die beiden nebeneinander. So. Das hätten wir gerne. Das hätten wir gerne. Nein. Nein. Was eine komplizierte Kette hier. Vielleicht mache ich es mir auch einfach nur kompliziert. So. Dahin. Vorderseite. Dieser, der da reingeht, geht hinten da runter. Das heißt, du musst dorthin. Ebenso wie du. Ihr beide. Genau. Ja, komm. So, wir hätten dann alles da oben. Schöner wäre natürlich. Warte mal. Wenn wir jetzt diesen einen Turm, den wir hier noch zwischensetzen könnten, auch dazwischen setzen würden, dann hätten wir den ganzen Speis unten, ne? Das werden wir jetzt auch tun. Packen das alles irgendwann mal rum. Macht zwar eigentlich keinen Sinn, das mit
zwei Bändern zu machen, weil es kommt eh nur mit einem Band von oben, aber oh mein Gott. Das ist halt die einzige Stelle, wo das so passt. Und auf der anderen Seite gleich vorne. Das heißt, wir schnappen uns jetzt den hier, sagen, der muss von vorne reinkommen. Vorne reinkommen, dann muss hier drauf gedreht sein, dann muss der wieder dort hin, weil dann haben wir den ganzen Spaß hier unten. Das machen wir auch hier so rum. Setz die mal eben alle unten hin. 1, 2, 3, 4 und du passt jetzt nicht wegen Fels, oder? Oh, doch, gerade eben. Okay. Umgedreht. 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 Jetzt nochmal so rum. So rum. So rum. Und so. Dann bedeutet das aber auch, dass oben raus, hier drunter rein. Müssen immer alle auf der gleichen Höhe sein. Das ist doch relativ einfach. Das versteht doch ein Dreijähriger. Warum versteht das nicht? Weil ich zwei bin. Ich glaube, wir waren mit zwei eigentlich schon reden. Also zumindest. Ja, es geht. Ja. Er Spielkind bei solchen Fragen, ne? Weißt du Bescheid? Das ist meine Unkenntnis im Bereich Kleinkinder. Der geht dahin. Dann geht der dahin. So. So. Und hier hinten nochmal. Okay. Wir haben jetzt. Theoretisch hätte man die Möglichkeit, den Spaß hier hoch. Nee, machen wir nicht. Ich mach das so. Also, wir haben jetzt hier alles angeschlossen. Wir haben hier eine ganze Menge Lagerplatz. Keine Ahnung, ob das für all den Spaß reicht. Was brauchen wir denn so? Ach ja, viel brauchen wir. Viel. Guck mal, den Spaß hätten wir sogar fast schon so hingekriegt. Das werden wir auch gleich hier reinlagern. Wir gucken uns das Autosave an. Ja, das ist doch ganz gut. Dann hätten wir die 3000 kriegen wir locker hier rein. Und dann können wir den ganzen Spaß so nach und nach hier reinpacken. Alles von drüben holen. Jo, das sollte passen. Und wenn es nicht ausreicht, dann müssen wir uns eine Lösung überlegen, wie wir Container nochmal eine Reihe davor setzen. Aber das wird ja auch nicht so ein Ding sein. Dann gehen die einmal rüber, hoch, runter und so weiter. Also hier ist erstmal unser Lagerplatz. Mit dem können wir dann den ganzen Spaß machen. Ich glaube, das ist soweit schon mal eine gute Idee. Ich habe keine Ahnung, was mit dir nicht stimmt, Kollege. Deswegen ziehen wir dich nochmal neu. Du gehst bitte dort rein. Na, guck mal. Perfekt. Der Spaß geht von oben nach unten runter. Erster Vorschlag ist, wir schmeißen die Kollegen hier rein. Brauchen wir eh mehr. Geht der Spaß langsam mal runter. Ist doch ganz gut. Also theoretisch könnten wir den auch hier hinten weiter rum. Das wäre wahrscheinlich sogar noch besser. Weil ich keine Ahnung habe, wie... Obwohl, der Durchfluss ist ja vollkommen egal, oder?
Weil das wäre jetzt ein ganz schöner Akt, hinzugehen, das hier irgendwie nach da drüben zu bringen und dann runter. Das lassen wir. Ja, gut, ist relativ egal. Wir machen den Foil und wir fahren jetzt sowieso manuell. Also von daher überwiegend. Ich würde wahrscheinlich sagen, komm, hier, fahr mich mal eben da hinten hin. Und dann kurz vorher wieder. Genau. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.